Hallöchen, wir sind zurück auf der Insel. Ich würde sagen, wir legen gleich mal wieder los. Werden auf alle Fälle erstmal hier die Ressourcen einsammeln. Unser Fisch, unser Holz und natürlich gucken, ob wir vielleicht auch das ein oder andere Stücke Eisen bekommen können. Also cool werden natürlich, gucken wir auf jeden Fall gleich mal nachlegen. Aber wie gesagt, erstmal los. Können dann auf alle Fälle hoffentlich vielleicht nochmal eine Keilerei gehen. Können da gleich mal nachgucken, ob wir da eventuell noch irgendwie ihn angreifen können. Ich weiß nicht, wie sieht's pakettechnisch aus? Haben wir da drei am Start oder können wir da jetzt auf alle Fälle nochmal angreifen, weil wir noch einen Slot frei haben? Also wie gesagt, ist die Frage. Ich würde sagen, wir checken wir auf jeden Fall gleich gemeinsam ab. Legen jetzt hier aber, wie gesagt, erstmal richtig los und gucken natürlich, ob wir hier am Ende mit unseren Ressourcen auch irgendwie was anfangen können. Also das ist natürlich die nächste Frage. Außerdem will ich natürlich gucken, unsere reisenden Drachen sind natürlich größtenteils vielleicht sogar noch on Tour. Ich weiß es nicht. Muffel ist auf jeden Fall noch vor 8 Stunden, 17 Minuten unterwegs. Von daher würde ich sagen, gucken wir hier drüben gleich mal. Oh, drei sind zurück, dann seht ihr natürlich, dass unser Snorkel-Talk kurz und wirklich noch 6 Stunden 16 Minuten braucht. Von daher würde ich sagen, legen wir hier erstmal los. Checken natürlich erstmal unser Weibchen. Können wir gleich mal am Rad drehen. Das ist natürlich auch geil wie die Sau, würde ich sagen. Schade eigentlich. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir Zahnrad am Ende bekommen. Aber gut, die paar Runen haben wir jetzt. Von daher ist das natürlich auch erstmal soweit. Okay, dann würde ich sagen, schicken wir den nochmal auf die Reise, weil die Wahl trainieren können wir noch nicht. Die Akademie müssen wir erst auf Level Nummer 14 aufwerten. Das ist natürlich nur eine hammermäßige Arbeit. Von daher würde ich sagen, schicken wir den erstmal ab. Auf die Reise können dann natürlich hier drüben nochmal gucken, was benötigen wir überhaupt, um hier die Schmiede wieder aufzubauen. 45 Eisen, 22 haben wir, das heißt natürlich, Alter, wir müssen noch sammeln ohne Ende, das ist natürlich klar, das ist natürlich Fakt, von daher würde ich sagen, wir haben uns aber auf jeden Fall in nächster Zeit darauf ein bisschen konzentrieren. So, dann checken wir den Hakenzahn, gucken da natürlich auch gleich nochmal nach. 6 Runen, alles klar, die nehmen wir natürlich auch erstmal mit, zeigen dann erstmal ein bisschen Autorität und dann würde ich sagen, checken wir natürlich hier unten erstmal unseren Fleischklops, hoffen da natürlich auf das Zahnrad. In 2 Stunden sind wir auf jeden Fall schlauer. So, was haben wir dann noch? Ist unser ohne Zahn zurück? Jo, der ist auch zurück, weil der Dude ist. Wir haben wieder mal ein fettes Event am Start, habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen, und zwar können wir hier insgesamt 8 Drachen bekommen, den Wanzdrache, den Farbflügler, Zwack, den Gratflügler, den Zahnmeister, den Eier Blüter, den Gartendrache und den schmelzenden Flügel. Also wie gesagt, fette Drachen hier am Start. Hier haben wir den Wanzdrache. Cooles Vieh auf alle Fälle. Lasst euch nicht von seinem gutmütigen Auftreten täuschen, obwohl man ihn schon längst für ausgestorben erklärt hatte. Verdoppelt diese bereits massive Drache seine Größe und wird extrem aggressiv, sobald man ihn seiner, was? Kann man das noch weiterlesen? Irgendwie jeden. Naja, keine Ahnung. So, auf jeden Fall ist es der Wanzdrache. Die anderen lese ich dann vielleicht später mal durch oder vor. Keine Ahnung, der Farmflügler, dieser gerissene Drache versteckt gerne seine Eier unter den Dekorationen auf Berg. Aber Achtung, auch Wechselflügler, Junge, spucken Säure. Okay, okay, okay. Dann haben wir hier natürlich auch noch Zwack. Das ist noch eine Sammlung. Dieser Eierbeißer war beim Ausbrechen aus seinem Ei so übereifrig, dass er sich dabei auf die eigene Lippe gebissen hat. Okay, okay, okay. Also der ist auf jeden Fall gut on tour, der Kollege. Also ihr seht natürlich schon, dass der relativ cool sammelt. Relativ solide, muss ich sagen. Und das auch für 15 Stunden, 5 Minuten. Also da kommt auf jeden Fall am Ende ein bisschen was bei rum. Von daher denke ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Trotzdem, ich sagen muss, fischtechnisch ist der Wanzdrache natürlich auch eine richtig fette Macht. Also wie gesagt, coole Drachen auf alle Fälle. Müssen wir mal gucken, was wir hier am Ende machen, wen wir hier am Ende so nehmen. Hier haben wir noch ein paar, den Gratflügler, Zahnmeister und Eierblüter, die sind mir jetzt natürlich erstmal nicht so wichtig, die habe ich schon am Start, von daher gucke ich mir die jetzt erstmal nicht an. Dann haben wir hier den Gartendrache, das warme Frühlingswetter führt diese Art der schreckliche Schrecken jedes Jahr zurück nach Berg, zum Glück sind ihre Ausscheidungen ein guter Dünger, okay. Und dann haben wir den schmelzenden Flügel noch am Start, dieser Flügel Frühlingsdrache erscheint erst, wenn der Schnee zu tauen anfängt. Wie alle Wechselflügler scheint er mit seiner Umgebung zu verschmelzen. Aber Vorsicht, was mit seiner Ausgepine...
Säure in Berührung kommt, wird auch geschmolzen. Okay, okay, okay. Alles klar, wissen wir Bescheid. So, dann haben wir das erledigt. Hier haben wir natürlich auch noch drei Drachen. Könnt ihr euch alleine durchlesen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich will es jetzt erstmal nicht tun. Aber ach, Quatsch, ich mach's schnell. So, der Gradflügler, diese wilden Wechselflügler leben auf dem Drachengrad. Sie liegen ständig im Streit mit den Inselbewohnern. Sowohl mit Drachen als auch mit Reitern. Okay, der Zahnmeister, der Reiter haben, die Reiter haben Zahnmeister aufgetrieben, um Rotzbagger ein wenig abzulenken. Nun, der Hakenzahn weg ist, doch Rotzbagger verzichtet lieber ganz auf Drachen, bevor er sich mit auf einen weiteren riesenhaften Albtraum wagt. Alles klar, wissen wir Bescheid. Und dann haben wir hier noch den Eierblüter. Dieser Eierbeißer zeigt sich nur im Frühling. Er versteckt sich gerne im Blumenbeeten und im hohen Gras. Unbedachte Wikinger beißt er schon mal in die Knöchel. Alles klar, wissen wir Bescheid, was die hier alle so auf Tasche haben, die Kollegen. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, checken wir natürlich ab. Hier können wir auf alle Fälle noch einen Drache drin stoppen. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, für wen könnten wir uns hier eventuell entscheiden. Das ist natürlich die nächste Frage. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber ich hoffe natürlich, dass wir hier und heute irgendwie noch einen passenden Drachen finden. Ich würde fast sagen, wir nehmen irgendeinen mit einem Tacho und ein bisschen, wäre fast ja nicht so verkehrt. Den können wir aber eigentlich mal füttern. Ein Tag 5 wäre natürlich ohne Option. Aber würde ich fast sagen, nehmen wir lieber den für 2 Tage 8. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen besser. Ich weiß ja nicht, wer das war. Ich glaube, der hier, der Zahnmeister. Nee. Dann war der Eisenzahn. Dann würde ich sagen, wenn wir den erstmal pimpen, wäre natürlich eine Option. 2 Tage 8 Stunden könnte ich mir auf jeden Fall gefallen lassen. Aber wie gesagt, wir sind natürlich noch nicht so genau. Ein Tag 10 Stunden wäre auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir entscheiden uns jetzt für den. 2 Tage 8 Stunden, das machen wir. Das ziehen wir durch. 150 Mille investieren wir. Dann haben wir das natürlich erstmal soweit erledigt. Der nächste Drache ist auf jeden Fall on Tour. Und ich denke, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Wesentlich, wesentlich. Was sagt ihr dazu? Findet ihr Dude oder sagt er, naja, ich hätte es nicht unbedingt gemacht? Würde ich natürlich ja nochmal wissen wollen. Von daher tackert das mal in die Kommentare. Außerdem habe ich gerade noch meinen Eisfluch bei Valka. Da müssen wir noch 28 Minuten warten. Seht ihr selbst. Dann haben wir natürlich noch weitere Drachen. Hier drinnen nicht nur den Eisenzahn, sondern ich zeig's euch einfach mal, wenn ich sie jetzt einfach mal finde. Hier haben wir, wen haben wir hier? Den schrecklichen Schrecken. Der braucht noch 34 Minuten. Dann haben wir, wen haben wir noch? Das ist natürlich die nächste Frage. Dann haben wir hier unseren Eisenzahn. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Und dann haben wir hier natürlich noch unseren rasselnden Qualmdrachen. Der braucht noch eine Stunde 53 Minuten, um auf 69 zu kommen. Und der Gradnader braucht noch 3 Stunden 23, um auf Level Nummer 66 zu kommen. Also wie gesagt, habt da auf jeden Fall erstmal wieder einen Plan, welche Drachen ich hier gerade trainiere. Welcher Drache hier bei Valka ist. Von daher habt ihr da auf jeden Fall eine Peilung. Da brauche ich euch erstmal nicht so wirklich was erzählen. Von daher denke ich, während wir jetzt erstmal gucken, ob wir eine Keilerei irgendwie was reißen können, weil wir können uns natürlich auch das nächste Paket sichern, wenn wir hier noch einen Sieg aufs Parkett zaubern. Von daher würde ich sagen, checken wir hier auf jeden Fall mal die Lage, sammeln erstmal die beiden Drachen ein, fangen hier an mit dem Freischalten und checken dann auf jeden Fall erstmal hier die Keilerei. Also wie gesagt, wenn wir Glück haben, kommen wir so ja auf der 8400er Marke, beziehungsweise ein bisschen drüber. Wäre auf jeden Fall ein fettes Ding, aber wie gesagt, versprechen kann ich es nicht. Von daher legen wir natürlich jetzt erstmal los und gucken, was hier am Ende dabei rauskommt. Okay, 2 auf 14, 1 auf 13. Alles klar, wissen wir Bescheid. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das wird nicht leicht, das weiß ich gleich. Aber wir machen einfach das Beste draus, beziehungsweise wir probieren das Beste draus zu machen. Ich meine, vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Ich weiß es noch nicht so genau. Trotzdem, ich sagen muss, die haben eigentlich relativ krasse normale Attacken. Das ist immer nicht so geil, muss ich sagen. Aus dem Grund würde ich sagen, legen wir erstmal los, konzentrieren uns erstmal hier auf die goldene Mitte kurzzeitig. Wir müssen jetzt natürlich hoffen, dass der, naja, das ist natürlich richtig mies. Das ist natürlich eine miese Kiste, aber voller Rohr.
So, dann haben wir den ersten verloren. Das wollte ich eigentlich ein bisschen vermeiden, aber ist egal, wir greifen jetzt auch nochmal frontal an. Und ich glaube, der hat euch erstmal relativ gut gesessen. Also ich bin auf jeden Fall erstmal damit zufrieden. Gucken, wie es weitergeht. Gucken, ob wir die Bienenkollegen hier irgendwie noch aus dem Weg schaffen können. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht so genau. Der war jetzt zum Beispiel richtig mies. Aber ist egal. So, dann würde ich sagen, greifen wir den an und dann können wir erstmal unsere Spezialattacke raushauen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache. So werden wir uns erstmal wieder ein bisschen gesund machen und greifen natürlich die anderen Bienen frontal an und kloppen die am Ende. So, ja, auch noch weg. Von daher haben wir auf jeden Fall hier die Pokale am Start. 35 Stück. Was gibt's für ein Paket? Naja, gut, okay, wieder mal ein 3-Stunden-Paket. Ist natürlich nicht so geil, aber ich würde sagen, das nehmen wir erstmal mit. Und dann sehen wir auf alle Fälle weiter. So, das haben wir freischalten, beziehungsweise sind gerade dabei. Dann würde ich sagen, könnten wir hier das Häuptlingspaket erstmal öffnen. Gucken hier nochmal rein. Was gibt es hier? 9-mal der Knochenräuber. 8-mal der Skrill. 8-mal der wahnsinnige Zipper. Okay, 8-mal der Sturmschneid. Und dann wartet doch erstmal. Von daher haben wir hier erstmal soweit alles richtig gemacht. Müssten natürlich gucken, ob wir hier heute irgendwie noch was erledigen können. Aber ich glaube, sieht erstmal nicht so cool aus. Von daher würde ich sagen, checken wir unseren ohne Zahn, gucken hier mal rein. Oh, hier kriegen wir erstmal einen Gegenstand. Das ist erstmal gut, da sagen wir nein, danke. Und dann würde ich sagen, schicken wir den nur erstmal nochmal los. Ich weiß natürlich noch nicht, einen Drache will ich eigentlich nicht suchen. Wir gehen auf alle Fälle hier auf die Sammlung. Und dann können wir uns natürlich überlegen, was wollen wir hier überhaupt suchen. Stunde 45, ich glaube, das ist relativ okay, das machen wir. Schicken unseren ohne Zahn erstmal wieder los, haben das dann erledigt, soweit und sind eigentlich für heute auch wieder soweit durch. Ich meine, was wollen wir noch machen? Wir können eigentlich sowieso nichts machen, müssen jetzt sowieso erstmal wieder ein bisschen warten. Hier sehe ich aber gerade unser Huhn, können wir weiter leveln. Bis auf Level Nummer 33. Jetzt müssten wir 4 Stunden 10 Minuten warten, wenn wir auf 34 pimpen wollen. Also wie gesagt, könnte man auf jeden Fall auch in nächster Zeit in Angriff nehmen. Dann sammeln wir hier jetzt Stücke Eisen ein und sind für heute, wie gerade schon erwähnt, wieder mal durch. Also wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.